Hallo, hier ist die Ankündigung für das letzte für den letzten Themenmonat in diesem Jahr. Mein Name ist Dagmar Neubronner von freigroßwerden.de und passend zum Weihnachtsmonat spreche ich am 2. Dezember auf YouTube von 21 Uhr bis 22 Uhr. Montag ist das und am 3. Dezember auf Facebook von 21 bis 22 Uhr. Am Dienstag also über das Thema Riten, Gebräuche und Gewohnheiten. So kollektive, allgemeine Weihnachtsriten sind ja sehr stark im Rückgang. Also an Weihnachten sieht man das besonders, die Individualisierung unserer Gesellschaft. Und ich halte das auch für eine gesunde und eine Weiterentwicklung, diese Individualisierung. Gleichzeitig ist es trotzdem wichtig, dass wir für unsere Kinder zur Orientierung wissen, was Riten, Gebräuche und Gewohnheiten eigentlich bewirken, wie sie uns im Alltag helfen können, wie sie auch natürlich missbraucht werden können und auch werden von der gesamten Werbewirtschaft. Und ja, damit wir nicht das Kind mit dem Bade rausschmeißen, oder ausschütten, weil es nämlich so ist, dass die Gewohnheiten und Riten heute eigentlich in jeder Familie individuell gepflegt werden und entstehen, weil es eben diese kollektiven Bräuche so nicht mehr gibt, ne? Das ist alles aufgebrochen in lauter Einzelfragmente. Und das hat Nachteile, es hat aber auch Vorteile und es ist auch vor allem einfach so. Und trotzdem sind Riten, Gebräuche und Gewohnheiten eben wichtig. Es gibt ja den Spruch, Rhythmus ersetzt Kraft und das ist im Leben mit Kindern ganz besonders zutreffend, weil es für Kinder immer eine unglaubliche Freude und wie so eine Oase ist, wenn sie genau wissen, wie was geht und genau wissen, was jetzt als nächstes kommt und endlich haben sie Orientierung, denn für sie ist ja alles, was für uns schon irgendwie vertraut ist, neu und deswegen sind diese Riten, Gewohnheiten und Rituale für Kinder einfach ein wichtiger Haltepunkt und sie lieben das, ja, immer genau so und nein, Mama, du musst das so sagen. Darum geht es in diesem Monat und wie gesagt, zuerst am 2. und 3. Dezember in meinen Livestreams und dann in den geschützten Wachstumsgruppe und Arbeitskreis, jeweils individuell natürlich von der Vertiefungsebene her. Und erfahrungsgemäß sage ich dann doch weitestgehend immer was anderes. Also nicht, dass ich mir widerspreche, sondern ich rede über andere Details. So. Okay, also ich freue mich. Bis bald.